Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Super Mario 3D World, wo wir heute in das Bootehaus dieser tollen Welt gehen. Auf und ab im Gruselhaus. Kann man es auch ausdrücken, wenn man langweilig ist. Aber das sind wir natürlich nicht. Überraschenderweise und zur Abwechslung mal tot. Das wird wahrscheinlich jetzt das laufende Thema dieses Spiels werden. Also das ist im Prinzip, also eigentlich der einzige Charakter, der existiert, ist im Prinzip tot. Warum? Ich dachte gerade, weil ich hinten einen langen Schwanz habe, ich sei ein Tanuki-Ding, aber ich bin kein Tanuki-Ding. Jetzt bin ich ein Feuerding. Ich brenne das Feuer, irgendein Feuer verbrennt mich jedenfalls. Ich werde das jetzt nicht weiter ausführen, weil ich darf ja nicht mehr. Moment. Ich habe keine genaue Ahnung, wie man drauf kommen soll, aber... Ich meine, gut, auf der einen Seite bin ich da jetzt auch drauf gekommen. Also passt dann ja irgendwie auch wieder so. Also wenn ich schon rausfinde, dann geht's ja dann im Prinzip auch wieder. Das ist schön, dass Budan da hinten ganz, ganz frech durch die Scheibe und durchs Fenster durchguckt. War unten jetzt auch noch irgendwas? Irgendwie kommt es mir jetzt schon komisch vor, hier einfach oben lang zu gehen. Unten ist bestimmt der Stempel oder so. Wir gehen mal besser nochmal schnell hin sprinten. Diese Rauchwolken sind ja echt fantastisch. Also das ist optisch der absolute Knaller. Ich wünschte, wenn ich mich bewegen würde, was ich natürlich gerade in YouTube-Videos ziemlich häufig... Moment... Ist einfach nur der Kreis jetzt gewesen? Das stimmt doch gerade nicht. Ist das wirklich das Einzige, was hier ist? Vertrauen wir dir mal. Also wenn das wäre eigentlich ziemlich cool, oder? Wenn man irgendwie zur Bahn rennt und dann ist da hinter einem eine riesengroße Staubwolke. Und wenn man dann richtig Gas gibt, dann sprühen Funken. Wie das halt im wahren Leben auch so ist quasi. Wenn man denn gerade mal wieder ein Pilzkopf ist. Also das gehört dazu, zum wahren Leben als Pilztyp. Was hat mir das jetzt gebracht? Traue nicht, aber wir wollen... Das Level verwirrt mich. Ich möchte das gerne nicht. Können wir bitte aufhören, mich zu verwirren? Ich möchte gerne Sachen verstehen. Moment. Da oben ist eine Uhr. Das ist natürlich jetzt nur die Frage, wie komme ich zu dieser Uhr? Aber irgendwie dünkt mich das wie die... Okay. Aber wie... Ich verstehe überhaupt gar nicht mehr. Aber irgendwie dünkt mich das wie zu dieser Uhr... oben nicht kommen werden. Jetzt kann ich hier lang gehen. Na ne, also ich muss auch nicht zwingend verstehen, was passiert. Also wir können einfach so weitermachen. Wir können einfach so weitermachen. Ich glaube, ich hebe mal besser die Katze auf für den Fall, dass wir am Ende des Levels irgendwann mal wieder nicht hoch genug springen können, Mr. Pilztyp. Ne, also das... Wir werden jetzt einfach mal klug sein. In weiser Vorausahnung. Oh, das zeigen die dir jetzt so. Was willst du wetten, dass später mal im Spiegel irgendwie irgendwas anderes, Wichtigeres zu sehen ist? Sprich, wahrscheinlich ein grüner Stern. Da würde ich drauf wetten. Danke. Arsch. Das ist wahrscheinlich... Ich gehe einfach mal so immer den schwereren Weg gehen. Also das ist wahrscheinlich schon mal in der Regel ein Schritt in die richtige Richtung. Was? Kann ich hier mit hochgehen? Bringt mir das irgendwas? Ist hier irgendwas oben drüber? Hier ist auch nichts oben drüber. Der Spiegel hat gewackelt. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich verstehe absolut gar nichts mehr. Auf der anderen Seite... Also das ist eine Sache, die mittlerweile ziemlich cool hinkriegen. Also diese... Komme ich damit tot überhaupt hin? Komm damit tot hin. Voll Münzen. Fantastisch. Danke. Da kann ich ja sehr viel mit anfangen. Wobei, noch lache ich mich über die extra Leben kaputt. Also, diese Spukhäuser, die funktionieren natürlich dann jetzt mit dieser Optik. Das ist dann was, wo die Optik wirklich was hermacht und wo die Optik wirklich definitiv was, meiner Meinung nach, was verbessert. In dem Sinne, dass... Oh, ich das sehr wahrscheinlich bereuen werde. In dem Sinne, dass... Einfach, keine Ahnung... die Konzepte, die hier versuchen durchzubringen und durchzuführen, natürlich deutlich einfacher und besser darzustellen sind als mit alter SNES-Grafik. Das ist ja vollkommen klar. Ist ziemlich cool. Ich mag das Level sehr gerne. Ich verstehe nicht, was passiert, aber ich mag das Level. Irgendwie... Tschö. Aber... Da habe ich schon die Möglichkeit... Ich habe schon die Möglichkeit, nochmal zurückzugehen, oder? Das Ding respawnt, oder? Nee. Oh, das ist uncool, aber wir müssen dann wohl voranschreien, ja. Denn... Dann läuft das wohl so. Werden wir wohl dafür jetzt wieder... Oder dafür kriegst du... Da kommen sie schon wieder irgendwas... Ja, da ist ja wieder nicht alles von dem Level gezeigt. Und was soll denn der ganze Kram? Ich fühle mich betrogen. Und belogen. Darüber, dass du ja quasi... Weißt du, du warst ja sowieso noch scheiße. Also das wird passieren wird. In weiser Voraussicht haben wir dieses Ding Gott sei Dank behalten. Also zumindest brauche ich den goldenen Dingsbums da nicht mehr. Den goldenen Lampillon. So nennen wir ihn mal einfach. Nicht so wechseln mit Champignons. Die sind... Also ich glaube, so ein Lampillon würde ich nicht zwingend essen. Es gibt mit Sicherheit auch wieder, es gibt ja prinzipiell alles irgendwie dann aus Zucker oder Süßigkeiten. Ich bin mir sicher, das gilt auch für Lampenschirme. Weil ich schlicht und greifend verwundert wäre, wenn es keinen Lampenschirm aus Zucker gäbe, weil es muss ja alles essbar sein. Allen voran natürlich Unterwäsche. Und dann läuft... Oh, ich möchte da hin, da ist Captain Toad.
Lass mich, hör auf zu speichern, ich will zu Captain Toad. Das sage ich wahrscheinlich jetzt auch nur so lange, bis irgendwie die Konsole irgendwann mal abschmiert. Willkommen in meinem Haus, Stromausfall. Das ist der Wahnsinn. Hat ich die Geschichte mal erzählt, dass wir irgendwie, wir hatten an Silvester eigentlich, ich glaube, das war vor 2 Jahren. Also Silvester auf den Jahresanfang 2016, meine ich. Da war, im Grunde genommen war es da sehr, sehr stark geplant, einen Livestream zu machen, den ersten Silvester-Livestream. Moment, ich kann da oben ja nicht, ich kann nicht springen. Kann ich hier runtergehen oder sterbe ich dann? Der kann nicht springen, aber dafür kann er unter Wasser atmen. Ja, da muss man dann Prioritäten setzen als Toad. Also das ist aber auch, ich meine, es ist im Grunde genommen aber auch eine nette Sache, ne? Also ich meine, ich würde das schon auch nehmen. Also unter Wasser atmen, als Pilz. Also, ja, kann man dann schon mal sagen, gut, da kann ich stattdessen halt nicht springen. Weil man muss schon springen, wenn er schwimmen kann. Moment, da ist ein Pilz. Was bringt mir der Pilz? Kann ich damit irgendwie lustige Sachen machen? Bin ich dann irgendwie größer? Also da war jedenfalls dann der große Stromausfall. Das war der Stream geplant und im Prinzip war das dann aber so, dass ich weiß gar nicht mehr, was das damals, ich habe keine verdammte Ahnung, was ich damals gespielt habe, aber erfahrungsgemäß ein Spiel, über das ich mich sehr, sehr aufregte. Und im Grunde genommen habe ich mich dann über irgendein Spiel dermaßen aufgeregt, ist kein Scheiß jetzt, über irgendein Spiel dermaßen aufgeregt, dass ich danach meinen Nacken nicht mehr bewegen konnte. Also das, man könnte denken, dass ich mir das jetzt ausdenke, dem ist aber leider nicht so. Ich wünschte mir, es wäre so. Also, dass ich meinen Nacken nicht mehr bewegen konnte. Wie kriegen wir das Ding hier weg? Da oben ist ein Schalter, aber wie kommen wir zu dem Schalter hin? Wir gehen jetzt erstmal hier runter. Also, dass das dann nicht mehr ging. Also, im Prinzip war dadurch dann der Stream schon gegessen. Aber parallel dazu, als willkommene. Also, im Grunde genommen war ich dafür ja schon fast dankbar, weil ich dann nicht sagen musste, okay, der Stream ist nicht, weil. Beziehungsweise, ich habe den Stream damals, glaube ich, auch gar nicht angekündigt. Also, ich habe dann nichts abgesagt oder so. Aber Moment, da müssen wir rein. Also, dass ich dann zumindest nicht sagen musste, okay, Stream abgeblasen, weil ich so blöd war, mir den Nacken auszurenken, weil ich mich viel zu stark aufgeregt habe. Sondern dass im Prinzip dann Gott sei Dank der Stream abgesagt werden durfte und konnte, wegen im Prinzip dem Stromausfall. Das war fantastisch. Das war überhaupt sehr, 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 sehr merkwürdig, an Silvester keinen Strom zu haben, weil normalerweise ist man ja da irgendwie Licht und Party und den ganzen Kram gewöhnt. Wir waren übrigens alleine zu Hause, also das war jetzt irgendwie, deswegen ist Gott sei Dank keine Party ausgefallen oder so. Das wäre natürlich schade gewesen, wenn extra Besuch gekommen wäre, am besten noch von weit weg. Und dann Stromausfall gewesen wäre. Aber dennoch war das sehr, sehr merkwürdig, das so ruhig zu sehen. Die ganze Straße, es waren nicht mal mehr Straßenlichter. Ich glaube, der komplette Stadtteil hatte Stromausfall an Silvester. Das war fantastisch. Und, das war eine tolle Geschichte. Weil mir das im Grunde genommen dann im Prinzip ein kleines bisschen das Gesicht gewahrt hat. In dem Sinne, dass ich es dann jetzt 2 Jahre später trotzdem noch erzählt habe. Also, passt dann letztlich auch wieder. Ich hab das bestimmt schon mal irgendwo erzählt, weil, keine Ahnung, es würde irgendwie nicht zu mir passen, wenn ich es nicht erzählen würde, ne? Das wäre sehr, sehr merkwürdig. Welt 3, 4. Panik in Pastel. Bitte kein Tod. Danke, den Peachinken. 100 Sekunden. Jetzt machen wir auch noch Speedrun-Level hier. Wieso? Oh, das wird schwierig. Ich habe das Gefühl, dass das eine Katastrophe wird. Und dazu bin ich auch noch eine Katze. Ich wäre eigentlich viel lieber jetzt dann so ein Tanuki, weil dann könnte. Nein. Da könnte ich zumindest. Dingeskirchen könnte ich dann zumindest irgendwie, Moment, den brauchen wir wahrscheinlich. Den hätten wir wahrscheinlich sehr, sehr gerne. Aber das Problem ist jetzt natürlich, dass ich eigentlich gar keine Zeit dazu habe. Aber ich muss die Zeit dazu finden, weil wenn ich die grünen Sterne alle fangen möchte, dann muss ich das halt mit einplanen. Wobei, so wie ich Nintendo kenne und die Spiele einschätze, genau, das, was hier links jetzt ist, wollte ich gerade sagen, darauf wollte ich nämlich jetzt hinaus. Diese Uhren. Moment, ich bin sogar Peach! Oh, eine Stempel! Das heißt, dass das eine Ding, was wir damals, was wir damals nicht bekommen haben, ja sehr wahrscheinlich auch ein Stempel war, ne? Das muss man dann natürlich auch wissen, weil wenn man da nicht weiß, steht man da und rennt dann da mit irgendwelchen anderen Charakteren hin und kriegt dann, das war schon der zweite Stern. Das fällt mir jetzt erst auf. Shit, ich habe noch 46 Sekunden Zeit, oh nein, und da ist aber Luigi gewesen. Komm, dann wir freuen uns dann lieber über den Luigi. Wir sind da jetzt einfach glücklich mit dem, was wir haben. Kriegen hier noch Zeit. Das rechnet auch, ich war gerade am Überlegen, ich war mir nicht mehr so ganz sicher. Oder überhaupt nicht so ganz sicher, weil ich da überhaupt noch nicht drauf geachtet habe, ob diese Zeitdinger Zeit hinzufügen zu der Levelzeit oder ob die einfach nur den Stern verlängern. Ich hatte irgendwie jetzt zwischenzeitlich mal vermutet, dass die nur die Levelzeit verdingsen. Man könnte natürlich jetzt nochmal kurz nach dem Stern gucken gehen. Das interessiert mich jetzt schon, wo der ist. Irgendwie, weil das, oder es stört mich, dass ich ihn nicht gesehen habe. Sagen wir mal zumindest das. Ich glaube, wir gehen uns das nochmal kurz angucken. Toll, ein Kamek. Wahnsinn. Das ist dann die Strafe dafür, dass ich jetzt grüne Sterne sammeln gehen möchte, ja? Der wäre bestimmt nicht gespawnt, wenn ich das nicht gesagt hätte. Also, wo ist mein grüner Stern? Ich muss aber jetzt auch nicht wieder alle 3 sammeln. Ich muss nur den einen jetzt finden, ne? Geist, Mii-Charaktere, Krutz und Nervensäge. Danke. Ach, hier, direkt am Start. Ja, super. Das ist aber im Grunde genommen Rory, Nervensäge und... Ach, Moment. Da ist ein Geschenk.
Ich will ein Geschenk haben. Gib mir ein Geschenk. Ich selbst. Komm mal her jetzt. Gib mir doch bitte. Jetzt bin ich hier die ganze Zeit dem Hasen hinterhergerannt und komm nicht mehr selbst an diese. Kam an meinen eigenen Arsch nicht an. Das gibt mir jetzt ein Power-Up. Ja, toll auch. Das ist natürlich. Ist das jetzt jedes Mal so, wenn ich irgendwie. Nein. Ist das jetzt jedes Mal so, wenn ich ein Level normal spiele? Das wird natürlich dann fantastisch. Weil ich ja dann. Also im Prinzip muss ich ja sowieso jedes Level eigentlich normal spielen. Das ist sehr, sehr interessant, hier so ein kurzes Level drin zu sehen. Das hat mir Spaß gemacht. Das ist das, was ich mir aus Super Luigi U so vorstelle. Einfach nur 10 Sekunden Level mit viel Hektik und so. Das mag ich gerne. Das hat Spaß gemacht. Das können wir gerne häufiger so machen. Und wir sind sogar onscreen den grünen Stern gesammelt. Komm. Also jetzt muss mir keiner erzählen, wir würden es hier nicht zumindest versuchen, ja. Also jetzt, also da sind dann jetzt aber auch Grenzen. Und dafür kriegen wir das jetzt sogar als Belohnung. Wie cool ist das denn? Doch zunächst erstmal Kamek. Der einfach die Gleise. Das ist der Typ, weswegen die Leute montags morgens zu spät zur Arbeit kommen, weil wir da irgendwie Personen im Gleis sind und sagen, okay, wir sorgen jetzt dafür, dass alle zu spät kommen. Weil wir Gottverdammt nochmal Arschlöcher sind. Das ist das, was passiert. Nein. Das war mir zu knapp. Das möchte ich gerne so nicht nochmal erleben. Ich habe da jetzt 200 Sekunden Zeit. Hier wird noch was anderes passieren, oder? Das wird jetzt nicht bei denen bleiben. Das bleibt bei denen. Wir geben jetzt 200 Sekunden Zeit für 3 Chemex. Aber in dem Level davor hatte ich 100. Ja, ist plausibel. Kann man so mal. Wobei das Level, das war jetzt auch nicht so, als hätte man da irgendwie am Ende großen Zeitdruck gehabt. Also wir hatten ja immer noch die Hälfte der Zeit übrig ungefähr. Also, wobei, das kann er sehen, weil die Facecam im Weg ist. Ja, das ist immer, da brauchst du die Seite nämlich auf meine Informationen angewiesen. So. Da werden wir nämlich jetzt erstmal, weißt du, da machen wir jetzt, aus Abhängigkeit entsteht, weiß ich auch nicht so ganz, keine Ahnung. Irgendwas politisch Schlimmes und Böses und Finsteres entsteht da bestimmt draus, da bin ich mir sicher. Doch zunächst, One-Up-Spiel. Wir werden das mit dem Rhythmus dann jetzt mal nicht jedes Mal versuchen, sondern ich werde es einfach mal drauf anlegen, mich jedes Mal auf die Knochen zu blamieren. Oder auch genauso viele Münzen mitzunehmen, wie damals, als ich tatsächlich mit einer Strategie versucht habe. Das ist genau das, ist das, was von mir zu erwarten ist. Ist es nicht fantastisch? Ist es nicht herrlich? Ist es nicht toll? Ich frage mich gerade, in welche Richtung. Moment, das geht jetzt dann gleich nach rechts und nach links weiter und links ist das Schloss oder wie geht das jetzt hier gleich? Wie passiert so viel auf einmal gerade? Da oben ist das Schloss. Geht das jetzt gleich in 3 Richtungen, wenn wir hiermit fertig sind? Ein Wasserlevel. Dankeschön. Und das ist eine Eiswelt. Die Röhrenlagune. Klingt im Prinzip etwas nach irgendeinem Film aus einem Genre, das ich hier gar nicht erwähnen darf, aber auch nur Gerüchten zufolge. Das wirkt dann jetzt. Oh, das ist hübsch. Das wirkt dann schon fast so ein bisschen so wie das eine Level in Galaxy, das man im Prinzip. War das Galaxy? Vielleicht war es auch 3D-Land. Ich meine, es war 3D-Land, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Dass man im Prinzip komplett überspringen konnte, weil man dann irgendwie mit der Tanuki-Suit komplett über das Level drüber schweben konnte. Daran hat mich das jetzt sehr, sehr stark erinnert. Kann ich hier. Oh, danke schön. Wahnsinn. Hier oben ist nichts, ne? Hier oben ist nichts. Schade, ich hätte gerne Sachen gehabt. Ja, guck mal, ich bin fast von dieser Wand zum Bau. Nein. Also, es ersetzt nicht das bessere Power-Up, das ich habe. Das ist fantastisch. Schön, dass die dieses aufrechte Schwimmen aus 3D-Land übernommen haben. Das war eine der paar Sachen, die ich an diesem Spiel ganz okay fand. Moment, hier ist doch bestimmt, irgendwas Grünmäßiges. Hier muss irgendwas Grünmäßiges, hier ist nichts Grünmäßiges. Das ist hier was Grünmäßiges. Gib mir doch mal was Grünmäßiges jetzt, das ist so gemein. Du kannst doch nicht sagen, hier ist gar nichts. Also so haben wir aber nicht gewettet. Ich gehe auch jetzt davon aus, ich meine, solange wie dieses Level schon ist, ich gehe felsenfest davon aus, dass ich schon 8 Sachen übersehen habe. Also ich wäre stark verwundert, wenn dem nicht so wäre. Würde ja da. Moment. Was war das für ein kleiner Tor? Warum ist. Ich komm zurück, mein Freund. Wie cool war er denn jetzt? Ich habe den nur am Rande gesehen, aber er war fantastisch. War der beste Freund, den ich jemals in einem Wasserlevel hatte, was nicht sonderlich schwer ist. Okay, wie hübsch. Das haben die jetzt hier einfach nur eingebaut, damit es mal zwischendurch irgendwie zu sehen ist. Es ist kein Gameplay, gar nichts. Das war toll, da habe ich mich drüber gefreut. Das war fantastisch. Das können wir gerne häufiger machen, Nintendo. Das wäre schön. Da würde ich jederzeit quasi nehmen. Danke. Natürlich ist. Oh, hier ist bestimmt was hinter. Hier ist bestimmt was hinter. Du kannst nicht hier Boxen hinmachen und hinter den Boxen ist nichts. Hast du nichts aus deinen eigenen Spielen gelernt, Nintendo? Das ist. Moment, hier jetzt aber. Nein. Nee, das wird so nicht akzeptiert. Also das kann ich wohl schon mal ankündigen. Kann ich hier hoch. Ja, Wahnsinn. Also zumindest das kriegen wir hin. Zumindest durch. Zumindest unsichtbare Decken haben wir. Also da muss man nehmen. Muss man. Nee, gib mir Sachen. Danke. Ihr muss aber. Moment. Stopp. Halt, stopp. Jetzt kratze ich. Ab. Gleich, wahrscheinlich. Aber wie kommen wir da jetzt durch? Sind hier irgendwo noch. Hier müssen irgendwo. Wenn ich jetzt raten müsste, sind hier irgendwo Bullet-Bobbingtons oder sowas in die Richtung? Also zumindest irgendwas, womit ich. Das da kaputt. Hier ist nichts, womit ich das kaputt machen kann. Aber wie kriege ich das dann kaputt? Das wird ja wohl irgendwas sein, was man kaputt machen kann. Also mit dem Katzenangriff jedenfalls nicht. Wir werden dann einfach mal.
für den Moment gehen. Also irgendwas muss ja da jetzt quasi noch kommen. Es wäre schlimm, wenn nicht. Du kannst mir einfach so weit da irgendwie vor die Nase reiben oder halten und dann sagen, nee, guck mal, hier ist ja gar nichts. Du kannst ja ein kleines Kind auch den Lotti wegnehmen. Also ich meine, kann man machen, aber warum würde man das tun wollen? Man ist ja dann doch kein Arsch. Also, oder Bösewicht, Entschuldigung, YouTube, immer weg. Man kann einfach mal die Ohren zumachen und sagen, nee, guck mal, ich habe gar nichts gehört. Ich habe nichts gehört. Wir machen diesen komischen Affen-Emoji da und sagen, nö, wo denn? Was denn? Wer denn? Wer ist Krutz? Und was hat der überhaupt gesagt? Der redet ja eh nie. Der ist immer in seinen Videos ist ja immer so in sich gekehrt und sagt eh kein Wort. Weißt du, da kannst du dann sagen, gut, komm, scheiß drauf. Koten. Darf man Koten sagen? Köter. Kommt nicht, das Wort Köter kommt tatsächlich von Koten. Kein Witz. Okay, das ist ja gerade eben noch abgewendet. Meine Damen und Herren, für das du gerade eben abwenden und natürlich diesen wunderschönen Fischstempel und die zwei fehlenden Sterne, werden wir natürlich bitte erstmal hier den Like-Button kaputt maltretieren werden wir den nämlich diesmal. Und dann sagen wir in den Kommentaren, wo habe ich denn jetzt den grünen Stern gesehen? Und warum auch nicht zwei verschiedene Wege? Ich habe jetzt schon keine Ahnung, wo ich hin möchte. Fantastisch, meine Damen und Herren. Das ist das Ende dieses Videos. Und ich habe keine Ahnung, was wir in der nächsten Episode als erstes machen. Und die Spannung wird euch spannen. Meine Damen und Herren, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Du offiziell winkenderweise wie immer. Bis zum nächsten Video. Ja, liebe Leute. Tschüss.